Ah, ich will dir gerne helfen, aber ich will nicht mit. Ne, ne, Nebel. Staub meine ich, nicht Nebel. Wow. Na, ja, gut. Schau mal einfach mal, ich fühle mich gerade so bedürftig, dass ich irgendwie fühle ich mich gerade dazu genötigt, dir zu helfen. Das kommt von da. Vielleicht ist er da oben. Ja. Ja, ich bin da. Ich komme. Oh, fuck! Oh. Oh. Moment, wer ist stärker? Der da? Oder der da? Der. Alter, nimm einfach die scheiß Waffe runter. Okay. Auf die Handschellen. Ah. Ja, du bist lustig. Ich habe aber keine Munition mehr, weil die alle keine Waffe hatten. Toll. Jetzt habe ich hier einfach so drei umgebracht. Hab keine Kugel. Oh, jetzt hol mich nicht zu. Ja, wenn ich hier eine Kugel finde, befreie ich dich. Aber nur wenn ich hier eine scheiß Kugel finde. Und bis jetzt sieht das ziemlich schlecht für dich aus. Ich bin verheiratet, glaube ich. Also, na? Ich habe das schon verstanden, was sie damit meint. Das wird sich für dich lohnen. Young man, you have arrived just in time to watch me die. I have but one last wish: to smoke a final cigarette. Oh, miese Rauche. Ja, sorry, Mann, aber ich habe gar nichts. Es ist mir nicht egal. Ich hasse es, wenn Leute sowas denken. Ja? Aber was soll ich groß machen? Oh, da liegt was. Schmerzmittel, alles klar. Trinklösung. Okay. Haben wir nirgendwo eine scheiß Kugel? Ach. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich die letzte verbrauchen musste. Wegen ihr. Young man, you have arrived just in time to watch me die. Ja, nicht wirklich. Ha, es war so klar, dass hinter der Treppe irgendwas sein muss. Okay. Ah, Mann. Vielleicht finden wir doch irgendwo eine Kugel. Wer weiß, für unsere guten Leistungen. Weil wir ihr gerettet haben. Nein. Jetzt kann nur noch der Gerät helfen, aber der ist leider nicht anwesend. Ja. Ey, komm, ey. Benutzen wir einfach unsere Machete. They forced me to do it. Please, you have to help me break these handcuffs. Das sieht aber aus, als ob sie heftig geheult hätte. Okay. Nein, wir haben leider überhaupt nichts. Na, mal schauen, vielleicht finde ich eine Kugel und habe eine übrig und ja, da komme ich und rette dich, ne? Ich bin ja so ein Netter. Komm. Nur noch etwas Geduld. Also natürlich nur, wenn du bisher noch nicht gestorben bist. Weil hier unten werde ich ganz bestimmt keine suchen. Das wäre Selbstmord, hier unten eine Kugel zu suchen.
Oh, achso. Oh. Ich dachte gerade, jetzt fahre ich runter. Irgendwie. So. Haude. Wie soll ich jetzt da rankommen? Hallo? Hallo? Wie soll ich da rankommen? Achso, klar. Auf den Zug. So. Bam, like a boss. So, wo müssen wir denn hin? Im Prinzip können wir bis ganz nach vorne rennen. Obwohl, die sind schon relativ dick hier. Das Holz. Das ist doch Holz, oder? Ja, das ist Holz. Aber zu 100 Pro. Ich werde doch wohl noch wissen, wie scheiß Holz aussieht. Ich glaube, es ist total sinnlos, was wir hier gerade machen. Zeit, wir können uns da. Ah, oder ist doch nicht sinnlos. Das ist eine gute Idee. Ich wäre auf keine andere gekommen. Juhu! Haha, das macht schon Spaß, da rumzuschwingen. Ach, genau, klar. Wie zur Scheißhölle. Ja, wie soll wir da wieder hochkommen? Oh, klar, natürlich. Oh, ja. Oh, das Sonnenlicht. Oh. Nein. Wie Gamer sind das Sonnenlicht ja gewöhnt. Ich wollte gerade so eine Mischung aus gewöhnt und gewohnt sagen. Hey, no way. Oh shit. Hey, no more messing around. Ha. No, no. Please. I'm not worth the bullet. Ich frage mich, was er machen würde, wenn er hören würde, dass ich keine Kugel mehr im Magazin habe, weil ich versuche zu schießen. Schmerzmittel, alles klar. Was hat der eigentlich hier oben gemacht? Der war ja schon tot. Naja. Hat uns nicht zu interessieren. Wir gehen einfach unseren Weg. Oh shit. Ja, alles klar. Ich glaube, der hat eine Pistole. Do you even know how much trouble you're in? So much for introductions. Hold up. He's mine. Oh, ho, ho. Oh shit. Also, wo sind. Ich hab Schmerzmittel. Hey, hey, don't shoot us! Somebody. Anybody. We don't want to die. Please help us. We're not a threat. Won't do it, you got the pumps. Hey, wait, no! Please, please! Alter! Ernsthaft! Gib doch einfach auf. So, da wir jetzt aber schon mal eine Kugel haben, will ich zurückgehen. Ich will das Opfer einfach retten. Keine Lust mehr da runter zu gehen? Dann wird sie wohl sterben müssen. Ach Quatsch, wir mussten ja da hoch. Nee, doch nicht. Ach egal, ich hab's schon wieder vergessen. Ja, können wir sie halt nicht retten. Gehen wir lieber zurück und retten May. Weil sie hat noch ein langes Leben vor sich. Ich gehe mal davon aus. Wenn sie Opfer mit Ressourcen helfen, erhalten sie dafür eine zusätzliche Wiederholung. Oh, okay. Toll,
wenn es nur das ist, dann, ja, dann hätte ich sie sowieso nicht gerettet. Sobald der Gegner in der Nähe eines Loches. Yeah. Guess what? I've got medicine for you. Nice one. May is resting now. Managed to find her the medicine she needs. She reminds me so much of our Mary. I'm sure they'd be good friends if only. Das gefällt mir gar nicht. Ja, lass sie vorlaufen, alles klar. Henry. Henry. May's fever has gone down some. I think she's okay to move. We need to get out of here. Okay. Bring May to my apartment. But use the subway. If you take her out in the street, she'll just start coughing again. Now go. Alles klar. Ich dachte, da kommen irgendwelche. Naja, ihr wisst schon. Blöden Arschgeigen, die versuchen uns zu töten, ne? Let's find a way down to that subway station below. Irgendwo brennt das Feuer. You have a daughter who's the same age as me? Yes, I do. Where is she? I don't know, May. I came back to Haventon to find her. Well, since you were helping me find my mommy, I'll help you find your daughter. Thanks, May. That'll be a big help. Oh ja, das wäre echt gut. So, aber jetzt schauen wir nochmal, ob wir irgendwie ein bisschen Leben bekommen. Und das nicht über eine Weinflasche. Ne, scheinbar nicht. Obwohl doch, im Prinzip können wir Wein trinken und dann direkt wieder eine Wasserflasche.